Und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, es ist die zweite Footmess Kalender Challenge vom Tag 24 am Start. Wenn ihr die erste noch nicht gesehen habt über Perin, dann schaut sie euch auf jeden Fall mal an. War ja relativ interessant, denke ich mal. Ansonsten machen wir jetzt noch Insigne, ist denke ich mal klar. Richtig geile Werte, teilweise sogar besser als sein Inform. Ich glaube nur im Dribbling und im Defending oder in der Physis war er schlechter. Hat ein mehr beim Passen und Schuss und Tempo sind gleich. Von daher richtig geile Werte auf jeden Fall. Ein 85er Spieler mit einem 84er Rating braucht man. Also das Ziel muss 84 bewertet sein. Ein Inform oder Movember Spieler und 80 Team Chemie. Alles war so ein bisschen knapp. Es gibt so viele Varianten. Ich weiß nicht, ob ich euch einen Link in die Beschreibung oder in die Kommentare packe. Das ist so ein Reddit-Link und da kann man verschiedene Kombinationen gibt es nämlich für ein 84er Rating, wie man drauf kommen kann. In dem Fall war es nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 83er, 2, 84er und 81er. Und dann kommt man auf eine 84er Bewertung. Ist, denke ich mal, mit das Billigste, was man machen kann, zumal die 83er jetzt auch nicht so teuer sind, bin ich der Meinung. So ein Williams, oder? Ja, würde meinen, der kostet hier vielleicht 1500 Münzen oder so. Mustafi jetzt auch nicht so teuer. Und ansonsten gibt es so viele 83er, die man da benutzen kann. Ihr seht es auf der Bank noch. 84er sind halt im Moment ganz schön teuer. Braucht man aber wie gesagt hier nur zwei für. Ich hatte beide im Verein, Toprak und Chaka. Chaka sogar nochmal einmal auf der Transferliste. Ich brauchte den ja für ein Team. Habe ich gestern gezogen oder so. Oder in den Foot Champions Belohnungen habe ich den gezogen. Von daher konnte ich den dafür auch benutzen. Und ansonsten habe ich mir jetzt einen 83er Inform rausgepickt. Und zwar Valbuena. Auch billig, weil er im aktuellen Team of the Week ist. 18k geht noch in Ordnung. Mit einem 81er. Also die ganzen 81er Informs sind zwar billiger. Aber dafür müsste man halt ein teureres Team rumrum bauen. Und das lohnt sich meines Erachtens jetzt für mich persönlich nicht so. Und deswegen habe ich mich für Valbuena entschieden. Mit einem 83er Rating. 18k ist denke ich mal in Ordnung. Und ansonsten hätte ich mir vielleicht noch drei oder zwei 84er holen müssen, die jeweils nochmal 5k drauf kosten. Dann hat man insgesamt anstatt nur 13k für den Inform gleich 23k dafür bezahlt, weil man halt noch zwei 84er brauchte. Chemie war hier auch nicht sonderlich ein Problem, zumal man ja hier die ganze linke Seite BPL hat, kommt sie gut auf Chemie. Torwart konnte man noch gut verbinden hier mit Toprak und Mustafi, ist denke ich mal einfach gewesen. Baut man halt das 80er Torwart rein und dann war gut. Bellarabi und Chicharito waren hier auch ideal, beide 83er, beide in Strongling, perfekt. Und ansonsten, wie gesagt, war es einfach. Ich würde sagen, dann schicken wir das Ganze jetzt hier auch ab. Für Insigne kann man ja gleich nochmal vielleicht vergleichen, ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall lohnt er sich, wie gesagt, ist halt relativ billig. Ich habe jetzt 18k dafür bezahlt. Kann man mal easy machen, würde ich sagen, für so einen Insigne, der richtig geile Werte hat. Einfach nur geil. Forster Skills natürlich auch noch am Start. Und ich glaube Forster Weakfoot. Nein, 3 Sterne Weakfoot. Aber trotzdem richtig nice Werte. Auch so ein kleiner Messi-Klon, sage ich jetzt mal. So ein ja, billiger Messi auf der linken Seite, könnte man fast behaupten. Richtig geile Werte, wie gesagt. Packen wir in den Verein. Und dann war es, wie gesagt, Leute, von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar. Ich wünsche euch dann heute noch einen schönen Weihnachtstag. Lasst euch gut beschenken und beschenkt die anderen auch gut. Bis dann. Haut rein.